Es ist wirklich eines der besten Autos, um so Sachen zu transportieren. Das halbe Auto ist voll mit Kotflügeln. Naja, wird schon gehen, ne? Also dann, wir sehen uns gleich in Würzburg. 2000 years later. Guck mal, der war abgedeckt. Der sieht eigentlich ganz gut aus. So. Los geht's, wir müssen los. Wir sind nun zu spät. Jetzt irgendjemand glaubt, wenn ich sage, das ist der neue Motor für den Weißen? Ich bezweifle es ja sehr. Thomas, wie kommst du damit jetzt ohne damit leben? Guck mal, Walkie-Talkie. Das ist eine Antenne. Ich hoffe ja sehr, dass ich dich überreden kann, dass wir in dem weißen Kotflügel das Antennenloch zuschweißen lassen und wir dir dann eine unsichtbare Antenne einbauen, weil Antennen sind so hässlich. Können wir machen. Wie wär's mit dem Eiskratzer? So, jetzt haben wir unseren Manta hierher gebracht zum Herr Hessmann, Günther. Hallo. Und ihr macht? Wir machen hier eine Reinigung mit Trockeneis. Wir entfernen den alten Unterbodenschutz, Schmutz als solches und werden dann noch verschiedene Roststellen mit einem neueren System bearbeiten, wo dann Trockeneis mit Glasperlen gemischt wird und dann der Rost dementsprechend entfernt werden kann. Müssen wir keine Angst haben, dass die Glasperlen irgendwo reingehen, wo die nicht rein sollen? Das ist einmal eine Problematik, die sich mit Glasperlen oder auch mit anderen Strahlenmitteln immer ergeben werden. Wir werden dementsprechend abkleben, abdecken, damit die Glasperlen an so wenig Stellen wie möglich reingehen. Wenn man rein mit Glasperlen strahlt, hat man, ich sage jetzt mal, für eine kleine Fläche 200-300 Gramm. Und wenn man das Ganze mit Trockeneis zusammen macht, hat man ca. 30-40 Gramm. Das ist ein Trockeneisgerät, wie man es handelsüblich für Entfernen von Unterbodenschutz und so weiter verwenden kann. Es ist nicht unbedingt für die Innenreinigung geeignet, weil wir mit 3 mm Eis arbeiten und nicht mit 1,5 mm Pellets. Und dadurch ist es etwas zu grob, um damit Innenräume, Polster von Autos sauber zu machen. Das ist die normale Trockeneispistole, mit der, das ist eine Pumpstrahldüse, das Trockeneis auf den Unterboden aufgebracht wird und wird sauber gemacht. Dieses System kann ich, wie gesagt, abändern, indem ich die Düse austausche und nehme die spezielle Düse, die dafür geeignet ist, dass man Trockeneis mit Glasperlen zusammen mischen kann. Über dieses System okay, die wird dann, wenn ich das richtig verstehe, wenn das Trockeneis vorbeifliegt, wird das Strahlgut mitgenommen. So ist es. Das saugt dann hier aus diesem Behälter raus. Man kann hier noch einmal einstellen, wie viel das man haben will. Und da ist eben, da sind die Glasperlen in einer sehr feinen Variante drin, dass man eben das Ganze mit möglichst wenig Abrieb an den Metallteilen bearbeiten kann. Ja, gut, da spielt das Geld meistens auch keine Rolle dann. Wenn wir mit dem Trockeneis arbeiten, mit diesen Systemen, mit der Pumpstrahldüse sind es ca. 40-50 Kilo die Stunde, die wir verbrauchen. Wenn wir mit dem System arbeiten, mit Glasperlen, müssen wir von 65 bis 85 Kilo Trockeneis die Stunde rechnen. Und man sieht ja auch an den Öffnungen der Düsen,
dass dann dementsprechend mehr Material durchwandern kann. Wie gesagt, es wird mit ca. 10 Bar gearbeitet. Wir brauchen dauerhaft ca. 2500 bis 2800 Liter die Minute, die der Kompressor auch dementsprechend liefern muss. Und das ist eine sehr große Menge. Das heißt, ihr habt eine große Schraube irgendwo stehen? Die steht hier. Wahnsinn. Und, ist das ein Hammer? Das ist ein neues Leben. Das macht einen recht starken Eindruck. Ich habe es nicht zum Geburtstag geschenkt, aber der macht sich nur drüber lustig. Das ist halt ein Gag. Ja. Was ist das wirklich für Schrauben oder so? Ne? Da ist sogar eine Tasche drin. Ach, du hast eher belächelt, du hast es irgendwie nicht ernst genommen. Ich nehme es auch immer noch nicht ernst. Klappt. Also wenn wir jetzt bei den Krümmerschrauben schon verzweifelt, müssen wir sich ein anderes Hobby suchen. Du denkst, dass du denkst und denkst, nur du denkst, es läuft. Boah, ihr wart gestellt, das ist der beschissenste Auspuff des Jahrtausends. Und was denkst du, wie lange braucht ihr dafür? Eine Woche werden wir auf jeden Fall brauchen. Cool. 2 Wochen wären super. Dann haben wir wieder Zeit, ihn abzuholen. Ja, nein, wir alles machen gut. Den fertig. Wir können ihn jederzeit rausschieben. Ja, wir können ihn dann zur Seite packen. Also von der Seite her ist er bei uns nicht im Weg. Wir machen so, dass es vernünftig ausschaut. Wenn das Ergebnis eine Woche und ein Tag dauert, dann ist es so lang und der Karosseriebauer hat dann auch Zeit, rechtzeitig zu kommen. Alles klar, danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss.